Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesungsreihe Biologie 15 beschäftigen wir uns jetzt des Weiteren mit Sinnesorganen und diesmal ist die Nase dran. Wie gehen wir dabei vor? Zuerst klären wir die Grundlagen, was denn mit der Nase und den Riechsinn auf sich hat, ehe wir uns mit der Anatomie unseres Riechorgans der Nase befassen. Dann klären wir die Physiologie des Riechens, also wie das Riechen an sich überhaupt funktioniert, ehe wir unter Punkt 4 zu einem oft vernachlässigten Thema, den sogenannten Semiochemikalien, kommen. Und ja, diese Chemikalien, das ist quasi eine große Gruppe an allen Chemikalien, die quasi durch Geruch wahrgenommen werden können. Und ja, es ist eine ganz spannende Sache. Allerdings fangen wir jetzt erst einmal an mit den Grundlagen. Und hierbei müssen wir sagen, dass der Riechsinn oder fachgemäß ausgedrückt der olfaktorische Sinn bei uns Menschen sehr gering ausgeprägt ist, da wir nicht so sehr auf ihn angewiesen sind. Und dieser Sinn ist einer der chemischen Sinne, weil er auf dem Vorhandensein von chemischen Stoffen, den sogenannten Geruchsstoffen, basiert. Ein weiterer chemischer Sinn ist der Geschmackssinn und dieser hängt sehr stark mit dem Riechsinn zusammen. Denn bei der Nahrungsaufnahme zerkauen wir logischerweise die Nahrung im Mund und dabei werden die Geruchsstoffe frei, die über den Rachenraum in die Nase gelangen und wir quasi riechen können. Das heißt also mehr oder weniger, der Geschmackssinn ist eigentlich sehr stark auch mit dem Riechsinn verbunden. Man riecht das Essen sogar theoretisch mehr, als man es schmeckt. Die Sinneszellen des Riechens sind die sogenannten Riechzellen. Die werden alle 30 bis 60 Tage neu gebildet und bei uns Menschen reagieren sie auf bis zu 400 verschiedene Substanzen, wobei für jede dieser Substanzen eine spezielle Art von Rezeptor existiert, die sich auf den Riechzellen befinden. Logischerweise können wir damit bis zu 400 verschiedene Geruchsstoffe zeitgleich erkennen, was dazu führt, dass es möglich ist, bis zu 1 Million verschiedene Gerüche wahrzunehmen, indem diese verschiedenen Sinneszellen aktiviert werden und kombiniert werden. Unser Riechsinn, wie ich schon sagte, ist relativ schwach. Der von Hunden und Ratten ist deutlich stärker mit ca. 1000 verschiedenen Rezeptoren und damit können sie die Gerüche stärker wahrnehmen und auch in einer geringeren Konzentration wahrnehmen. Wenn wir das Riechen, also den Geruch und damit der Wahrnehmung von verschiedenen chemikalischen Substanzen sprechen, dann müssen wir auch über die Geruchsschwellen sprechen, welche die verschiedenen Arten von Geruch klassifizieren. Da haben wir einmal die Wahrnehmungsschwelle und die ist quasi der Maßstab an Konzentration von Geruchsstoffen pro Volumen, bei welcher denn erkannt wird, dass irgendein Geruch vorhanden ist. Also man würde dann sagen, es riecht hier nach irgendetwas. Diese Schwelle ist abhängig von der Menge an Rezeptoren und dem zugehörigen Stoff. Und für den Stoff mit Hyomeercaptan, das ist der typische Geruchsstoff des Knoblauchs, beträgt die Wahrnehmungsschwelle bei Menschen 4 Mikrogramm pro 1 Million Kubikmeter Luft. Um sich das mal vorzustellen, wie viel eine Kubikmeter Luft sind, das wird ungefähr einer Sporthalle mit den Maßen 500 mal 100 mal 50 Meter entsprechen. Also ein ziemlich großes Ding. Die andere Schwelle ist die Erkennungsschwelle. Wie der Name schon sagt, wird hier nicht gemessen, wie lange es dauert, bis wir quasi das Gefühl haben, dass es nach irgendwas riecht, sondern das ist die Konzentration an Stoffen pro Volumen, bei der wir direkt sagen können, wonach es riecht. Man würde also sagen, es riecht nach, tja, irgendein Stoff halt. Sie ist natürlich auch abhängig von der Rezeptormenge und dem zugehörigen Stoff und beträgt in der Regel ein Vielfaches der Wahrnehmungsschwelle. Für den Menschen und den Stoff mit Hyomeercaptan vom Knoblauch beträgt die Erkennungsschwelle 200 Mikrogramm pro 1 Million Kubikmeter Luft. Das ist also locker das 50-fache der Wahrnehmungsschwelle. Damit kommen wir jetzt eigentlich auch zur Anatomie der Nase, mit der wir ja erstmal riechen können. Und Hauptzweck der Nase ist eigentlich gar nicht die Aufnahme der Geruchspartikel und das Riechen an sich, sondern hauptsächlich ist es ein Transportweg, der
Luft zur Lunge. In dem Fall passiert dann die eingeatmeten Geruchsstoffe, das Riechepithel in der Nase, weshalb sie als Geruchsorgan bezeichnet wird. Schauen wir uns die Nase von außen an, da sehen wir jetzt erstmal den Nasenrücken, den wir hier gut dargestellt sehen. Der Knochen, der sich stützt, ist das Nasenbein. Und von den Augen abwärts verläuft bis hin dann zur Nasenspitze, die quasi das unterste Ende der Nase darstellt. Seitlich von der Nasenspitze befinden sich unsere Nasenflügel, welche beweglich sind und damit die innenliegenden Nasenlöcher verengen können. Durch die Nasenlöcher tritt natürlich die Luft in den Nasenvorhof ein. Dieser ist auch behaart und die Behaarung muss man sich so vorstellen wie ein großer Rechen oder in so ein großes Sieb. Der tut erst einmal diese ganzen Schmutzpartikel aus der Luft filtern, außer sie sind zu klein dafür. Dann erreicht die Luft die eigentliche Nasenhöhle und diese verfügt über eine Schleimhaut und ein Flimmerepithel. Und da wird quasi die eingeatmete Luft von Feinstaub oder allgemein von Feinverunreinigung gefiltert. Und der Schleim in der Schleimhaut dient dazu, diese Verunreinigung aufzunehmen und die Nase zu reinigen, indem wir uns dann zum Beispiel ausschnauben oder niesen. Alternativ können wir den Schleim allerdings auch in den Rachenraum gleiten lassen und bedenkenlos verschlucken. Eine wichtige Aufgabe besteht auch darin, dass immer die Atemluft angefeuchtet wird und auch aufgewärmt wird, damit sie quasi leichter zu atmen ist und die Luftröhre nicht so sehr beansprucht. Und dabei teilt sich die Nasenhöhle anschließend in die sogenannten Nasengänge. Davon gibt es drei Stück. Und das sind unterer, mittlerer und obere Nasenmuschel. In der oberen Nasenmuschel, die auch Dach genannt wird, befindet sich das Riechepithel mitsamt der Riechzellen. Dann geht es weiter zum Hinterkopf, wo sich die Nasenhaupthöhle befindet und auch der Nasenrachenraum. Nachdem wir uns jetzt die grobe Anatomie angeschaut haben, kommen wir dann zum eigentlichen Thema der Physiologie des Riechens, also wie das Riechen funktioniert. Und was wir schon wissen, ist, dass die Atemluft angefüllt ist mit Geruchsstoffen und diese werden sich dann in der Schleimschicht des Riechepithels lösen, nachdem wir natürlich die Luft eingeatmet haben. Dort treffen sie auf sogenannte Zilien, das sind Riechschärchen der Riechsinneszellen, und auf diesen Zilien befinden sich dann Riechrezeptoren. Das sehen wir hier auch dargestellt. Die ragen hier auf dem Bild quasi nach oben raus. Interessant dabei ist, dass jede Sinneszelle nur auf ein typisches zu ihr passendes Geruchsmolekül reagiert, welches dann an sie bindet. Daher haben die auch verschiedene Formen. Durch diese Bindung wird ein G-Protein aktiviert, das eine spezielle Signalkaskade einleitet, also eine chemisch-physiologische Weiterleitung eines Reizes. Und die besteht im Wesentlichen aus der Aktivierung des G-Proteins, welches über die Proteinunterhalte die Anhylat-Cyclase aktiviert. Dabei wird Adenosintriphosphat zu Adenosinmonophosphat, also ATP zu AMP, umgewandelt. Und damit werden Natriumkanäle geöffnet, was dazu führt, dass Natrium in das Innere strömt. Das führt natürlich zu einem Ladungsausgleich, weil Natrium ist positiv geladen. Und damit wird jetzt die Ladung innerhalb der Zelle dadurch natürlich auch positiv. Und diese elektrische Überladung, sage ich mal, führt dann zu einem sogenannten Aktionspotential. Das ist ein elektrischer Reiz, der dann ausgelöst wird, wobei sich dann die Konzentration, die elektrische Ladung wieder ausgleicht. Jedenfalls das Aktionspotential wird dann über den Riechnerv, also den Nervus olfactorius, zum Riechzentrum, des Bulbus olfactorius genannt wird, des Gehirns weitergeleitet und dort wird er analysiert und ja, aus den chemischen Zellen, aus den chemischen Stoffen, die wir wahrgenommen haben, wird dann quasi ein Geruch generiert, den wir dann zuordnen können.
Interessant ist dabei auch, dass nicht nur diese ganze Auswertung so chemisch erfolgt, sondern dass hierbei auch unser Erinnerungs- und Emotionsgedächtnis mit beteiligt ist. Und somit tun wir nicht nur quasi einen Geruch riechen, wenn wir einen gewissen chemischen Stoff in unserer Riechsinneszellen wahrnehmen, sondern wir tun automatisch gleich bewerten und mit Emotionen und Erinnerungen verknüpfen. Wenn wir zum Beispiel den Duft eines Parfüms riechen, an das wir eine schöne Erinnerung hatten, dann werden wir automatisch, wenn wir diesen Geruch wieder wahrnehmen, also diesen spezielle chemische Stoff wieder wahrnehmen, daran denken. Ebenso, und damit wird auch oftmals in der Lebensmittelindustrie gearbeitet, wird der Geruch von Sachen, die wir lecker finden, führt dann automatisch auch daran, dass wir uns daran erinnern und auch Hunger bekommen. Damit kommen wir dann auch zum letzten Thema, wo ich sagen muss, dass hier ein bisschen Herzblut dran hängt, weil ich das schon immer sehr wichtig fand und das oftmals sehr stark vernachlässigt wird. Ich rede hier von Semiochemikalien, ein Thema, was, wenn man Biologie jetzt nicht unbedingt studiert hat, wahrscheinlich noch nie gehört hat. Und das ist einfach eine Chemikaliengruppe, die Botenstoffe darstellen, die über den Geruchssinn aufgenommen werden und der chemischen Kommunikation dienen. Die lassen sich auch einteilen, was die Sache so interessant macht. Da haben wir einmal die Apneumone. Das sind Stoffe, die von unbelebter Materie emittiert, also ausgeschieden werden und natürlich dann von anderen wahrgenommen werden und für manche Organismen vorteilhaft und für andere nachteilhaft sind. Dann gibt es noch die Allelochemikalien, zum Beispiel kommen wir dem bei gleich. Diese wirken interspezifisch, das heißt nur zwischen Individuen verschiedener Arten. Da gibt es die Allomone, die sind vorteilhaft für den Sender, die Chiromone, die vorteilhaft für den Empfänger sind, sowie die Synomone, die vorteilhaft für beide sind. Das heißt, diese ganze Kommunikation hier ist mehr oder weniger unbewusst. Das ist jetzt natürlich nichts vergleichen, wie wenn wir reden, sondern man muss sich das so vorstellen, dass quasi das Leben, also während der Organismus sein Leben frönt, entstehen halt bei gewissen Vorgängen gewisse Stoffe, die dann hier bei Allelochemikalien zum Beispiel eine Wirkung auf andere Individuen verschiedener Arten haben und ja, ihnen zum Vorteil, zum Nachteil oder beiden zum Vorteil gereichen können. Das ist dann chemische Kommunikation, wenn ein Stoff emittiert wird und bei einem anderen Lebewesen eine Reaktion dadurch hervorgerufen wird. Die dritte Gruppe von den Semiochemikalien sind die Pheromone. Sie sind mehr oder weniger das Gegenteil der Allelochemikalien, denn sie sind intraspezifisch. Das heißt, sie können nur zwischen Individuen derselben Art zur Reaktion führen. Da haben wir die Releaser. Die lösen beim Empfänger ein Verhalten aus. Und die Primer, die bewirken eine richtige physiologische Veränderung beim Empfänger. Also in Releaser tut quasi ein Verhalten wirklich auslösen, während Primer mehr oder weniger ein anderes Individuum derselben Art so stark beeinflusst, dass das eigentlich die Selbstständigkeit schon regelrecht einschränkt. Ich denke, wenn wir jetzt uns ein paar Beispiele anschauen, wird es klarer. Für die Apneumone, was wir schon gesagt haben, werden von unbelebter Materie emittiert und beeinflussen irgendwelche Organismen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Ölsäure. Die wird von toten Insekten verströmt und wirkt abschreckend auf Ameisen und Termiten. Bei den Allomonen, die waren ja vorteilhaft für Sender, ist ein gutes Beispiel das Linalool. Und das wird von der Limabohne emittiert, sobald sie von Spinnmilben befallen wird. Und das Linalool lockt halt Raupenmilben an, welche die Spinnmilben verzehren. Und damit ist das ein Allomon, denn dieser Stoff ist vorteilhaft für den Sender. Er hat einen Parasitenbefall, gibt einen chemischen Stoff ab, der lockt ein Nützling quasi herbei, in dem Fall die Spinnmilbe, welcher dann das auffrisst. Chiromone, die sind vorteilhaft für den Empfänger. Ein gutes Beispiel ist hier das Kohlendioxid. Das tun ja quasi mehr oder weniger alle aeroben Lebewesen produzieren. Und Mücken können so ihre Wörter finden, die können das CO2 wahrnehmen. Und
Ja, wir alle tun es, wie gesagt, abgeben. Und wenn wir die Wahl hätten und damit vermeiden könnten, dass Mücken uns stechen, würden wir es wahrscheinlich gar nicht ausstoßen. Aber wir haben nicht die Wahl. Deswegen ist es für uns nachteilhaft, beziehungsweise für den Empfänger ist es vorteilhaft. Ein gutes Beispiel für Synhormone, also für Stoffe, die vorteilhaft für sowohl den Sender als auch den Empfänger sind, ist der Bienenrackwurz. Bienenrackwurz bildet quasi die Sexualhormone von Bienen nach und suggeriert diesen so eine mögliche Paarung. Das heißt, die Biene kommt dann zur Pflanze geflogen und findet natürlich keinen Sexualpartner, aber sie denkt, sie findet da einen, läuft allerdings da rum und nimmt dabei den Pollen auf. Und ja, entweder hat sie sogar schon Pollen gehabt und es führt zur Bestäubung, oder sie kommt zur nächsten Pflanze, wo es zur Bestäubung führt. Und die Bienen tragen so die Pollen von einer zur anderen Pflanze. Vorteilhaft ist es halt für die Biene, sie findet dadurch auch Nektar, auch wenn sie jetzt keinen Partner findet. Und die Pflanze ist natürlich auch bevorteilt, denn sie hat sich quasi gerade fortgepflanzt durch die Biene. Beispiel für Releaser, also für Stoffe, die bei einem Empfänger ein Verhalten auslösen und es nur zwischen Individuen derselben Art auftritt, ist das Bombykol. Und das wird von Seidenspinnern abgesondert, um Sexualpartner anzulocken, weil da diese sehr stark dadurch erregt werden. Primer, also quasi wie ein sehr starker Releaser, da es direkt eine komplette Veränderung der Physiologie des Empfängers auslöst, ist 9-Oxodec-2-Ensäure, kurz 9-ODA. Und das wird auch volkstümlich Bienenkönigin-Pheromon genannt, da es, wie der Name vermuten lässt, von Bienenkönigin emittiert wird und die geschlechtliche Entwicklung anderer weiblicher Bienen wie den Arbeiterinnen verhindert bzw. hemmt. Und ja, man sieht hier natürlich, das ist eine extreme Einschränkung in die Physiologie eines Artgenossen und damit ist das ein Primer zuzuordnen. So, jetzt habe ich einiges erzählt, jetzt seid ihr dran. Wie immer habe ich mir einige Übungen ausgedacht und ja, ich würde mir wünschen, dass ihr wie immer das Video an der Stelle pausiert, Stift und Papier zur Hand nimmt und versucht die Aufgaben zu lösen, damit sich das, was wir gerade gehört haben, auch festigt. Ich bringe natürlich schon mal zu den Lösungen und ja, ihr lasst das Video dann weiterlaufen. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zuerstens. Die Aufgabe lautete relativ leicht. Beschrifte folgende Abbildung der Nase. Ich gehe jetzt entgegen dem Uhrzeigersinn vor, beginne dabei also unten links und ja, mache den Kreis nach oben rechts. Unten links gehört der Nasenvorhof hin, der Eingang zur Nase. Dann quasi der unterste Bauteil danach ist die untere Nasenmuschel, darüber die mittlere Nasenmuschel und ganz oben die obere Nasenmuschel. Und das Höchste, was wir momentan finden, ist die Stirnhöhle. Rechts oben einzutragen war die Keilbeinhöhle, darunter die Nasenhaupthöhle und darunter der Nasenrachenraum. Zweitens, nenne drei wesentliche Funktionen der Nase. Ja, anfeuchtende Atemluft, ganz wichtig, macht das Atmen einfacher. Erwärmende Atemluft hat denselben Zweck, kann man aber einzeln betrachten. Reinigung der Atemluft. Wir wollen ja auch nicht, dass in die Lunge irgendwelche Verunreinigungen gelangen. Und Wahrnehmung von Gerüchen oder Riechen. Das wären vier Möglichkeiten. Drei davon sollten hier mehr oder weniger auftauchen. Drittens. Wieso kann der Mensch bis zu einer Billion verschiedener Gerüche unterscheiden, obwohl er nur 400 verschiedene Riechrezeptoren hat? Ja, der Grund ist, dass ein Geruch nicht nur ein einzelner Stoff ist, sondern er kann auch aus mehreren Rezeptoren, die aktiviert werden, kombiniert werden und daher durch die verschiedenen Kombinationen von 400 Rezeptoren bis zu einer Million Möglichkeiten haben und das ist natürlich auch die Mö Anzahl der Gerüche, die möglich sind. Viertens, welche Geruchsschwellen gibt es? Worin unterscheiden sie sich und vor allem, wovon sind sie abhängig? Ja, unterscheiden müssen wir zwischen der Wahrnehmungs- und der Erkennungsschwelle.
Bei der Wahrnehmungsschwelle ist halt quasi die Menge an Geruchsstoffen pro Volumen, bei welcher erkannt wird, dass ein Geruch vorhanden ist. Ihr erinnert euch sicher an den Satz. Man sagt, es riecht nach irgendwas, man kann aber nicht sagen, wonach. Das ist abhängig von der Menge an Rezeptoren und dem zugehörigen Stoff. Bei der Erkennungsschwelle hingegen können wir dann hinterher nicht sagen, es riecht nach hier irgendwas, sondern wir sagen, wow, hier riecht es aber nach, zum Beispiel Pommes. Und ja, hier ist also die Konzentration an Geruchsstoffen pro Volumen gefragt, bei welcher ein spezifischer Geruch erkannt wird. Die ist natürlich genauso abhängig von der Rezeptormenge und dem zugehörigen Stoff und beträgt meist ein Vielfaches der Wahrnehmungsschwelle. Fünftens. Erläutere den physiologischen Riechvorgang von der Emittierung eines Riechmoleküls bis zur Signalkaskade. Also dieser ganze physiologische Teil. Wie war das nochmal? Also war, wir erinnern uns, in der Atemluft waren Geruchsstoffe, also chemische Moleküle. Die tun sich in der Schleimschicht unseres Riechepithels lösen. In dieser Schleimschicht sind die Zielen genannten Riechhärchen der Riechsinneszellen, auf wen sich dann die Riechrezeptoren befinden. Jede dieser Sinneszellen reagiert auf ein ganz typisches zu ihr passendes Geruchsmolekül, bindet sich dann daran und durch diese Bindung wird ein G-Protein aktiviert, welches eine spezifische Signalkaskade einleitet. Sechstens. Wie unterteilen sich Semiochemikalien? Stelle die genaue Unterteilung grafisch dar und erkläre kurz die einzelnen Arten der Semiochemikalien. Ja, da haben wir die Apneumone gehabt, die, wenn ich ehrlich bin, nicht bei jeder Literatur auftauchen, einfach weil ihre Menge so gering ist, dass man sie öfters weglässt, aber der Genauigkeit halber, sie gehören definitiv hier rein. Und das war die Sache, wo irgendeine unbelebte Materie einen Stoff emittiert, welcher einen lebenden Organismus in der Regel vorteilhaft und einen anderen nachteilhaft beeinflusst. Dann hatten wir die Allelochemikalien. Das waren die Stoffe, die nur interspezifisch, also zwischen Individuen verschiedener Arten wirken. Da gab es die Allomone, die vorteilhaft für den Sender waren, die Chiromone, die vorteilhaft für den Empfänger waren und die Synomone, wo sowohl Sender als auch Empfänger einen Vorteil von haben. Dann gab es noch die Pheromone. Das waren die Stoffe, die nur intraspezifisch, also innerhalb Individuen derselben Art wirkten. Da haben wir Releaser, die beim Empfänger ein Verhalten auslösen, und Brimer, die quasi eine komplette physiologische Veränderung beim Empfänger auslösen. Wir erinnern uns hier an die Bienen, wo die Königin quasi die Sexualentwicklung der Arbeiterin unterdrückt. So, und damit kamen wir zur letzten Aufgabe, zu siebtens, wo bewertet werden sollte, ob folgende Aussagen wahr oder falsch sind. Als erste Aussage hatte ich hier getroffen, dass Hunde verfügen über eine größere Anzahl verschiedener Riechrezeptoren. Antwort wahr. Deutlich wahr sogar. Wir haben 400, die haben 1000. Zweite Aussage. Ihr solltet annehmen, dass Ammoniak Räubern das Vorhandensein von Beute anzeigt. Ich behauptete, dann muss es sich in diesem Fall um ein Allomon handeln. Das war natürlich falsch. Dritte Aussage war, der Geruchssinn des Menschen stellt seinen einzigen chemischen Sinn dar. Das ist natürlich auch falsch. Am Anfang habe ich euch ja mitgeteilt, dass auch unser Geschmackssinn chemisch funktioniert. Viertens war, ein Geruch kann ein Gefühl oder eine Erinnerung wachrufen, weil der wahrgenommene Reiz mit dem Erinnerungs- und Emotionsgedächtnis verknüpft wird. Ja, ist definitiv wahr. Kann man sich, denke ich, immer gut merken. Wenn man was Leckeres zu essen riecht, dann denken wir auch gleich mal an die Speise und entwickeln in der Regel auch Appetit darauf. Das nächste war, bei der Signalkaskade wird eine Adenylatzyklase aktiviert. Ja, das ist ganz einfach wahr. Das nächste. Bei TISA handelt es sich um eine Art der Semiochemikalien. Diese Aussage war falsch. Hat nichts mit Semiochemikalien zu tun. Und last but not least, das Riechepithel befindet sich an der Innenseite der Nasenflügel. Ja, auch das war leider falsch. Okay, damit sind wir am Ende der Vorlesung angekommen. Ich hoffe, es war interessant. Hoffe, ihr konntet was mitnehmen und auch lernen.
Wie immer würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ein Daumen hoch hilft mir auch sehr. Meinungen höre ich natürlich auch sehr gerne. Ich möchte gerne wissen, was euch gefällt und was nicht. Und wenn ihr spezielle Wünsche habt über ein Thema, könnt ihr das natürlich auch äußern. Ich lese mir das durch und ja, versuche gerne, alle Dinge wahrzumachen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.